Und damit willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einer weiteren JBB 2014 Qualifikation. Heute gab es schon einmal die Qualifikation vom lieben Jasper. Schaut euch das gerne an, falls ihr das verpasst haben solltet. Denn jeden Tag kommen hier zwei bzw. drei Qualifikationen immer in Abwechslung. So. Freut euch drauf, Leute. Checkt den Channel gerne öfter am Tag irgendwie ab, falls YouTube-Benachrichtigung spinnt oder eure Abo-Box irgendwie keinen Bock hat, meine Videos anzuzeigen. Aber es kommen enorm viele Leute, ja? Freut euch darauf. Jetzt eine Quali, auf die ich mich gefreut habe, und zwar Chosen. Im letzten Jahr hatte ich am Anfang so ein bisschen skeptical, so dachte ich, okay, Ich fand ihn aber sehr interessant. Er hat sich sehr wie Cool Savage angehört. Er hat es ins Battle geschafft. Er wurde damals demaskiert, ja? Als Jastic, dass sich Jastic dahinter befindet. Trotzdem fand ich ihn wirklich interessant, habe mich auch gefreut, als er im Hall of Shame-Finale noch mit dabei war. Also, Chosen ist jemand, den ich sympathisch finde und der auch was drauf hat. Da wissen wir schon, er hat schon abgeliefert, wir wissen, er hat was drauf. Jetzt ist er daran gescheitert, ins Turnier zu kommen überhaupt. Er ist der Letzte, den wir uns jetzt ansehen. Nee, wobei, wir schauen uns auch noch Cinema an, ja. Ich habe hier so eine Reihenfolge, wie gesagt, von schlechtesten Qualis bis nach besten Qualis nach der Bewertung her. Und Chosen ist der der zweitbeste noch gewesen von den Leuten, die nicht angenommen worden sind. Mit 69% insgesamt. Und da bin ich gespannt, woran es gelegen hat, dass er nicht reingekommen ist. Entweder, weil alle anderen als er einfach viel, viel besser sind und noch besser sind, als ich Chosen in Erinnerung habe. Oder dass er dieses Jahr nicht mehr so gut abgeliefert hat wie letztes Jahr. Ich meine, klar, es sind mehr Teilnehmer dabei, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass bessere Leute dabei sind. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auch größer, dass schlechtere Leute dabei sind. Deswegen muss irgendwas passiert sein. Aber wenn Jastic, beziehungsweise wenn Chosen jetzt auf demselben Level wie im 2013 JBB rappt, dann freue ich mich auf die anderen Teilnehmer, weil die müssen dann ja echt abgehen, ja? Weil, boah, das wäre schon eine Ansage, wenn wir danach nur noch bessere haben. Aber ist auch immer eine subjektive Meinung, deswegen muss man sehen, was man besser findet. Leute, jetzt aber die Quali, genug gelabert. Ich grüße noch einmal den lieben Connor, danke fürs Folgen auf Instagram. Wenn du auch einen Shoutout haben willst, folgt mir einfach @flodaflo, Leute, das würde mich sehr freuen. Und dann schauen wir jetzt hier rein bei der Qualifikation von Chosen. Mal sehen, Leute. Oh, ich freue mich einfach aufs Intro jetzt. Ich freue mich einfach darauf, das Intro zu drücken, Leute. Oh, ich muss leiser machen ein bisschen. So. Jetzt schon das beste Video, man sieht es einfach. Du bist bloß ein Schatten deiner selbst. Die Formate klappen nicht, wie sich dein Spatzen hier vorstellt. Aber schaffst es, deine Dekadenz in Videos zu zeigen. Und machst RTL schlecht, weil die deine Zielgruppe erreichen. Bist eine Einschlaftablette und Julien. Und machst RTL schlecht, weil sie deine Zielgruppe erreichen. Das fand ich schon echt gute Leid. Und das ist auch so. Oh. Warum hat er das nicht reingeschafft, Alter? Ah, ich ärgere mich drum, ich ärgere mich echt drum. Und machst RTL schlecht, weil die deine Zielgruppe erreichen. Bist eine Einschlaftablette und Julien, Gott, wenn ich sag, man, du kannst leider nicht rappen. Du Tuntensau, das ist kein Spaß. Man, nicht zerbeißt deine 16 und spuckst sie aus. Du Tuntensau, das ist kein Spaß. Du kannst leider nicht rappen, du Tuntensau, das ist kein Spaß. Man, nicht zerbeißt deine 16 und spuckst sie aus, als wären sie Bars. Fahr diesen peinlichen Mädchen, er hat kurz aufbegehrt und startet in eine kleinere Heft. Warum ist hier ein Bild von Maxim Noise, Leute? Warum ist hier ein Bild von Maxim Noise? Könnt ihr das erklären? Aus als wären sie Bars, fahrt diesen peinlichen Mädchen. Er hat kurz aufbegehrt und startet in eine kleinere Häftchen. Und hab ihn auf dem Herd gegart, hab ihn verteilt in sein Städtchen. Und jeder raunte, er schmeckt fahr. Ich seh nem Haufen voller invalider Rapper zu Arztprax, diese Penner sind im Überschätzen gut. Glaskast, ja. Und was bringt es, warum sei... Ah, teilweise ein bisschen undeutlich in der Aussprache. Schade. Teilweise ein bisschen undeutlich. Man muss echt genau hinhören oder sich anstrengen. Aber sonst Video finde ich top. Probleme habe ich jetzt echt noch bei der Aussprache. Da leidet alles so ein bisschen drunter. Aber an sich ist er wirklich auf einem guten Level. Ich meine, klar, er ist jetzt der zweitbeste von denen, die nicht angenommen worden sind. Aber trotzdem ist das schon ein Unterschied, finde ich, vom Gesamtkonzept jetzt zu einem King Easy zum Beispiel. Und was bringt es, warum seid ihr selber trotzdem hier, wenn Julien link ist? So als wenn er Zelda cosplayen würde, ich mein seltsam, oder? Hört mal sofort lieber auf zu labern, denn der Hype ist wie der Beat, ihr alter digitales Drama. Ey, für Digital Drama? Das finde ich schön, Alter. Digital Drama für Chosen was gemacht, feiere ich. Und auch die Linkline fand ich gerade schön. Sofort lieber aufzulabern, denn der Hype ist wie der Beat, ihr alter digitales Drama. Nichts auf mir, keine kalten Ketten dieser Welt können mich klein kriegen. Ich kriege die Tracks nur für mich selbst, bin der Einzige, der sich hier den King-Titel krallt. Ich hab lang genug gewartet und ich bin wieder frei. Auf mir keine kalten Ketten dieser Welt können mich geile klein kriegen. Ich kriege die Tracks
nur für mich selbst bin der Einzige mit noch Luft nach oben und einem Ass im Ärmel. Ich zerstöre Rapper, scheiß auf was die Masse hören will. Geile Hook, Alter. Gänsehaut sogar bekommen. Ja, sollten wir uns... Auch der Beat. Dieser fucking epische Core-Beat. Okay, das ist schon geil, aber ich krieg legit gerade Gänsehaut noch. Gute Quali, lol. Warum wurde sie nicht angenommen? Vielleicht hatte Jessic noch diesen Ruf, dass das halt rausgekommen ist. Also hatte Chosen diesen Ruf noch. Okay, Chosen ist eigentlich nur Jessic und kopiert Kusse Warsch, bla bla bla. War das noch Thema zu dieser Zeit? Deswegen wollten die Leute ihn nicht sehen. Weil ich finde das echt gut, Alter. Ich bin echt ein bisschen traurig, dass er nicht drin ist. Ja, sollten wir uns battlen, dann wird Cashes dieses Jahr komplett zerstört. Ich hab ihn kennengelernt. Ich schneid gern harte Röhren, so wie Flappy Bird. Denkt an Conchita, wenn er in seinem pekligen Arsch pullt. Deshalb slapp ich diese Bitch, so wie Jigga im Fahrstuhl. Heute zählen doch nur noch Abos. Hä? Ich komm gar nicht mehr klar. Zählen doch nur noch Abos, gib sie mir, ich scheiß auf Rap. Die Halli Green spielen darf, sind leerer als das mein VZ. Ich baller euch mit dem Revolver. Mittlerweile nicht mehr, Digga. Mittlerweile, die Hallen, die Green spielen darf, füllen 1500 Leute, Alter. Krass. Räuber den Schwanz ab, so wie Hardigan. Und was euch fehlt, sind, wenn ihr nach Süden fahrt, in Italien. Schreiben privat im Chat, ich könnt einfach nicht rappen. Dann gebt euch einfach mein HDF und dann haltet die Fressen. Macht es nach. Doch sie verlieren nun ihren Glauben. Mich zu besiegen ist wie Dark Souls mit verbundenen Augen. Doch sie erzählen nur noch Lügen und nichts. Sagen ne Phrase, nie ab feminine Züge wie Pink. Farbene Bahnen nicht auf meinem Level. Ja, die Line gab's im JBB. Im 2018er jetzt. Clash Parker gegen Sly, oder nicht? Nee, obwohl. Nee, das war eine Runde. Die Line wurde gegen Drino gebracht, glaube ich. Oder? Puh. Aber irgendwie hatten wir so eine Line mit den Zügen in Japan. Wie weibliche Züge in Japan oder so, sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Krass. Aber ist, glaube ich, Doppelschöpfung. Also ich schätze nicht, dass er abgekupfert hier wurde. Ja, die Diss kann ich mir auch noch erklären, dadurch, dass er eben jetzt Leute wie Green oder Cassius irgendwie ein bisschen gedisst hat. Deswegen? Weil ich finde die Quali echt schön, Alter. Farbene Bahnen nicht auf meinem Level. Ihr kauft Beats, um zu rappen. Nein, das liegt nicht in meinem Interesse. Ich kauf Beats, so wie Apple. Nichts auf mir, keine kalten Ketten dieser Welt können mich klein kriegen. Der Beat. Die Tracks nur für mich selbst. Bin der Einzige, der sich hier den King-Titel krallt. Ich hab lang genug gewartet und ich bin wieder frei. Mir keine kalten Ketten dieser Welt können mich klein kriegen. Ich kriege die Tracks nur für mich selbst. Bin geil, Mann. Mit noch Luft nach oben und einem Pass im Ärmel. Geil, 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 Mann. Hätte ich gerne mehr von gesehen. Holy shit. Gerade dieses epische durch den heftigen Core-Beat von Digital Drama, Alter. Puh. Das war echt gut, Mann. Hätte ich gerne mehr von gesehen. Da bin ich echt ein bisschen sauer jetzt, dass der nicht mehr dabei ist. Da bin ich echt ein bisschen sauer. Kacke, Mann. Kleines, großes Mini-Fazit, meine lieben Freunde. Chosen ist jemand, den ich sehr, 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 sehr gerne im JBB gesehen hätte. Naja, wir hatten ihn letztes Jahr schon. Ich fand, er ist seinem Level treu geblieben. Ich finde ihn immer noch interessant. Ich mag seine Mucke. Ich kann auch verstehen, wenn andere Leute ihn, seinen Style nicht so gerne mögen. Vielleicht liegt es auch daran, dass er halt oft mit Kool Savage irgendwie verglichen wird. Dass da schon Ähnlichkeiten zu sehen sind, das stimmt schon. Und vielleicht ist dir irgendwas anderes vorgefallen, was gerade nicht so cool war. Oder eben auch, dass er die Leute gedisst hat, dass er deswegen nicht reingekommen ist, dass deswegen Leute gedisliked haben. Who knows, Leute, aber ich hätte ihn gerne gesehen. Kann man jetzt auch nicht ändern, aber ja, ich finde es ein bisschen schade, mal sehen. Vielleicht sind die anderen ja wirklich dann alle besser als er, aber ist ja auch immer ein bisschen subjektiv. Deswegen schade für mich persönlich, aber vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen weiterhelfen, warum es nicht gereicht hat. Oder vielleicht, ja, sagt ja auch, er ist zu Recht nicht drin, weil alle anderen besser sind oder weil ich ihn eh nicht mag oder who knows, keine Ahnung. Das war's mit dem kleinen Video, Leute. Ich hoffe, ihr hattet da ein bisschen Spaß. Ich grüße noch die Leute von Patreon, André, Izzy, Philipp, Edoras und den netten Netten. Danke für euren Support, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns denn morgen wieder mit 3 weiteren Qualifikationen. Freut euch drauf, Leute. Bis dahin, bleibt fresh und ciao.